Wo sind wir hier? Okay, das sieht mir mehr nach Knast aus. Ja, das sieht mir sehr nach Knast aus. Okay, Knast gefällt mir. Oh, weil Knast müssen wir, glaube ich, hin. Zack. Aha. Oh. Hi. Ich glaube, dich kennt man als Zelda-Veteran. Hui, ui, 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 hui. Ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir. Hier, das ist für dich. Ein Geschenk, das von Herzen kommt. Tingel, tingel, Meer und Sand. Ein Item ist in meiner Hand. Du hast die Tingelflasche bekommen. Schreibe Miiverse Nachrichten, stecke sie in die Flasche und sende sie an Leute, die du gar nicht kennst. Verwende sie, indem du, aber vergiss nicht, dass du mit dem Miiverse verbunden sein musst, um Nachrichten zu senden. Weißt du, was das Miiverse ist, Herr Fee? Damit können sich Feen überall auf der Welt gegenseitig Flaschenpost zuschicken. Eure Seelen werden eine Verbindung eingehen, eure Herzen im gleichen Takt schlagen. Aber schreib bitte nichts Unschönes, ja? Aber das würdest du ja sicher sowieso niemals tun, Herr Fee. Also dann, ich vertingel mich erstmal auf mein wundervolles kleines Eiland. Du weißt ja, wo du mich findest. Düpp, düpp. Ups, hab ich doch glatt was Wichtiges vergessen. Herr Fee, du willst doch sicher mal zu meiner Insel kommen, oder? 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 Du hast Tingels Karte erhalten. Was ist das wohl für eine Karte? Rufe, aha. Wirf doch mal auf den Kartenbildschirm einen Blick drauf. Wenn es um Karten geht, frag einfach den guten Tingel. Vergiss das nicht, okay? Okay. Wenn du noch mehr Spaß mit deiner Tingelflasche haben möchtest, nimm die Rückwand dieser Zelle mal genauestens unter die Lupe. Also, diese Tingelflasche ist als Item neu. Jetzt wird mir auf dem Gamepad gerade angezeigt, du kannst jetzt über das Miiverse Flaschenpost verschicken. Lege die Tingelflasche auf YXR, um eine Nachricht zu schreiben. Die Flaschenpost anderer Spieler wird am Strand angespült oder schwimmt im Meer. Sammle sie auf, um sie zu lesen. Den Empfang von Nachrichten kannst du in Einstellungen jederzeit ändern. Flaschen vom Miiverse erhalten? Von jedem. Ja, wir wollen unbedingt Flaschen erhalten, klar. Flaschen mit Spoilern enthalten? Nö, wollen wir nicht. Das klingt doch super. Oh, cool. Das hat mir ja schon bei Mario einigermaßen Spaß gemacht, ein paar Nachrichten zu lesen. Mal gucken, wie das jetzt hier bei Zelda ist. Suche an Stränden und im Meer nach ihnen. Ich meine, ich muss ja nicht unbedingt selber. Also irgendwann vielleicht, wenn ich mal zu viel Zeit und Lust habe oder so, kann ich mal eigene Flaschenpostnachrichten entwerfen. Aber ansonsten ist mir das so, ja, brauche ich nicht unbedingt, jedenfalls momentan nicht. Gut, aber schön. Das war auf dem GameCube aber anders. Logisch, weil da gab es keine Tingelflasche. Was hat man damals von ihm bekommen? Hat man damals von ihm die Fotobox bekommen? Ich glaube, das kann sehr gut sein. Was jetzt aber dann zwangsläufig bedeuten würde, dass ich irgendwie auf anderem Wege noch an die Fotobox herankommen müsste. Weil ansonsten, die haben jetzt ja alle gesagt, dass irgendwas, dass das Ding noch im Gefängnis versteckt sein soll. Ich soll die Rückseite des Gefängnisses näher untersuchen. Rückseite näher untersuchen. Wir greifen uns die Kiste. Greifen uns die Kiste und finden einen versteckten Durchgang, in den wir einfach mal hineinkriechen. Und hier können wir nach links kriechen. Und hier können wir nach rechts kniechen, ja. Und nochmal nach links kriechen. Und irgendwie, wow, das ist ein tolles Labyrinth. Auch nicht ernsthaft. Nein! Mist. Plotsch! Hast du das Segel schon gefunden? Ich arbeite noch dran. Verdammt nochmal! Ja. Die ganze Zeit hier, kann nur schwimmen hier in die Nussschale, Schiff, schneiden, ne? Und ich muss Drecksarbeiter, Penner. So. Gut, das ist ja jetzt doof. Moment. Das versuchen wir doch gleich nochmal. Das Blöde ist jetzt nur, dass ich absolut keine Ahnung habe, wo ich hier hinkriechen muss, damit ich hier irgendetwas Wunderschönes finden kann. Dupdi-dupdi-dup. Dupdi-dup. Dupdi-dup. Eventuell so. Und eventuell so. Und eventuell so. Und irgendwie. Das war schlecht. Ja, man hätte es sogar sehen können. Bah!
Man hätte sogar sehen können, weil man sieht hier den... Hast du jetzt das Segel? Ich arbeite noch dran. Man hätte es sogar sehen können, weil der Boden immer dort, wo man nach unten geschleudert werden kann, wo man nach unten fallen kann, da ist der Boden ja so holzig. Da sind Holzplanken. So, Holzbretter, wie auch immer. Und ansonsten ist der Boden ja eher steinig. Steinplatten, Steine, die liegen da so rum. Ja, ja. Da müsste man eigentlich nur genauer gucken, beziehungsweise ein genaues Augenmaß so dafür entwickeln. Ich meine, Link könnte eigentlich auch einfach nach links oder rechts gucken, aber das dürfen wir jetzt in dem Moment nicht. Sondern wir müssen uns einfach anhand dessen orientieren, was uns zur Verfügung steht. Und das ist eben genau dieser Weg hier. So, ja, dieser Weg, der wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Nee, Moment, das war irgendwie... Jetzt bin ich im Kreis. Im Kreis gekrochen. Dup, 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 dup. So, hier dürfte nix sein. Hier gehen wir mal geradeaus. Hier gehen wir auch mal geradeaus. Auch wenn das, glaube ich, Unsinn war. Hier können wir auch nach rechts. Oh, hier habe ich Rubine eingesammelt. Rubine sind immer gut. Ist das... Nee, das ist Stein dort rechts. Hier links ist auf jeden Fall eine Ratte. Deswegen gehen wir jetzt mal nach rechts. Weiter geradeaus sind blaue Rubine. Ja. Also irgendwo... Kann man bestimmt... Wo sind denn blauen Rubine? Ah, jetzt habe ich sie mal eingesammelt. Irgendwo kann man bestimmt was einsammeln. Aber frag mich jetzt nicht, wo... Oh, das ist ja toll. Ich bin irgendwo angekommen. Ah, und ich habe eine Truhe gefunden. So. Kleine süße Truhe, offenbare mir deinen Inhalt. Da, 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 da. Aha. Du hast die Fotobox gefunden. Benutze sie, indem du sie blub legst. Du kannst bis zu 12 Lichtbilder gleichzeitig in ihr aufbewahren. Wechsle mit ZR zu deinem Album, um sie zu betrachten. Dort kannst du sie auch in eine Flasche stecken und daran verschicken. Ach so, verschicken, ja, natürlich. Oh, wow, ah, ich kann Fotos machen und die dann auch ins Miiverse schicken oder so, wahrscheinlich. Gut, ansonsten liegen hier jede Menge Schädel rum und man kann lesen. Natürlich habe ich vor, mir meine geliebte Fotobox wiederzuholen, sobald ich erstmal aus diesem miefigen Loch hier raus bin. Also schreibe ich hier die Gebrauchsanleitung auf, bevor ich sie noch vergesse. Lege sie zuerst im Itemmenü, ja ja, durchdrücken, ran, wegzoomen, durchdrücken, können die Lichtbilder jederzeit betrachtet werden, allerdings fasst die Fotobox nicht mehr als 12 Lichtbilder gleichzeitig. Ich muss schnell hier ausbrechen, eine ganze Welt wartet darauf, von mir auf Lichtbild gebannt zu werden. Das klingt natürlich sehr spannend. So, deswegen... legen wir doch einfach mal die Fotobox jetzt auf den R-Knopf und können hier voll die coolen Fotos schießen, wie zum Beispiel von diesen Fliegenpilzen oder so. Plups. Ist aber leider nur ein Schwarz-Weiß-Bild. Möchtest du dieses Lichtbild? Nein, möchte ich nicht. Von Schädeln könnte ich ein Foto machen oder so. Schönes kleines Gruppenfoto oder so. Die ganzen Schädel irgendwie zusammen anordnen. Da kann man viel Quatsch mitmachen. Eventuell. Wenn man einigermaßen kreativ veranlagt ist. Leider bin ich absolut nicht kreativ veranlagt und deswegen muss man an der Stelle einfach mal drauf verzichten. Gut, ja, blöd. Jetzt ist nur die Frage, zum einen, wie komme ich hier raus? Zum anderen, war das das Einzige, was man in diesem Labyrinth finden kann? Also rauskommen ist einfach, okay, ich muss einfach nur irgendwo eine Ratte finden. Aber, ja, war das jetzt das Einzige oder nicht? Ich glaube, dass es das Einzige war, was ich hier finden kann. Ihr könnt mich da gerne eines Besseren belehren oder so, wenn ihr da eine patente Idee habt. Aber ich glaube, dass es irgendwie doch das Einzige war, was man hier bekommen kann. Und deswegen, na, und deswegen verlassen wir jetzt einfach mal das Gefängnis. Und was machen wir jetzt mit der Fotobox? Behalten? Ja, nö, gute Idee. Aber irgendwie, da war doch dieser mürrische alte Mann, der eigentlich freundlich zu uns wäre, wenn ihm damals nicht die Fotobox geklaut worden wäre. Also deswegen... geben wir hier dem komischen Mann einfach mal die Fotobox zurück. Ja, ja, das ist... Ich glaube, das ist richtig. Nanu? Aber das ist ja eine ganz formidable Box, ist das ja, die du da hast. Ich konnte natürlich nicht ahnen, dass du auch ein Lichtbildliebhaber bist. Unter Lichtbildliebhabern gibt es keine schlechten Menschen. Du bist in meinem Haus jederzeit willkommen, Freund. Herzchen. Oh toll, dankeschön. Und wenn du da bist, kannst du meiner Lichtbildgalerie einen Besuch abstatten.
Du wirst restlos begeistert sein, glaub mir. Das klingt toll. Okay, Lichtbildgalerie, kommst du mit oder nicht? Irgendwie nicht. So, Lichtbildgalerie. Wow. Er hat hier Fotos gemacht und sie eingerahmt. Das ist voll toll, wenn man so kreativ ist. Oh, alles herrliche Aufnahmen, nicht wahr? Aber du brauchst doch nicht so zu erschrecken, Freund. Gräme dich bitte nicht weiter. Es ist nun mal eine leidige Berufsangewohnheit, mich unbemerkt an meine Motive heranzuschleichen. Übrigens, die Lichtbilder hier habe ich alle in meinen Jugendjahren gemacht und sie sind mein ganzer Stolz. Als ich nämlich noch jung war, befuhr ich das große, weite Meer, immer mit einem Finger am Auslöser, damit mir auch ja kein sensationelles Motiv entgeht. Aber überzeuge dich ruhig selbst. Machen wir. So, Fotos gucken. Was ist auf dem Lichtbild wohl zu sehen? Eine Lebensform namens Schleim, jawohl. Da ihr heilsame Kräfte zugesprochen werden, wird sie unter Seemännern als wertvoller Proviant geschätzt. Besonders der blaue Schleim ist nur sehr schwer anzutreffen. Ihn vor den Sucher zu bekommen, ist wahrlich die Ausnahme. Okay, gut zu wissen. Ein Lichtbild. Das habe ich auf einer kleinen abgelegenen Insel im Südosten von hier fotografiert. Eine gelungene Aufnahme, nicht wahr? Vor der Tür stand ein stolz aussehender Verwalter, so dass ich ganz hingerissen auf den Auslöser gedrückt habe. Ich frage mich nur, wem dieses Anwesen wohl gehört. Irgendeinem reichen Knacker oder so? Wer weiß das schon so genau? Ein großartiges Lichtbild. Da stand plötzlich dieser ominöse Turm auf hoher See. Seltsam, wirklich überaus seltsam. Ob der wohl noch immer da steht? Ich würde mir zu gerne noch einmal ansehen, sollte ich je die Gelegenheit dazu haben. Ist das Draconia? Das, was wir in der Ferne gesehen haben? Das sieht ein bisschen danach aus. Aber dann hätte ich mich getäuscht, was das Nest oben angeht, aber na gut. Ein Lichtbild, dessen Motiv dir vertraut ist. Ah, unsere Heimatinsel. Sehr gelungen, die Aufnahme, nicht? Sie zeigt das schöne Präludien und ich habe sie gemacht, als ich noch jung war. Es war ein wirklich idyllisches Fischerdorf und so reich an vielfältiger Natur. Und ein bezauberndes Mädchen gab es dort auch. Nun, aber die Zeit wird wohl auch an ihr nicht spurlos vorübergegangen sein. Meint der meine Oma? Oh mein Gott! Bist du mein Opa? Vielleicht. Keine Ahnung. Was ist auf dem Lichtbild wohl zu sehen? Vor langer Zeit soll mal ein Schiff gesunken sein. Und als ich so auf See war, da erschien es plötzlich aus dem Nichts. Es ist wahr, ich habe es mit meinen eigenen Augen weit in der Ferne gesehen. Völlig durchscheinend und unheilvoll war es, denn als Geisterschiff befährt es jetzt das Meer. Man erzählt sich, dass es einen Mann gegeben haben soll, der den Kurs des Geisterschiffes beobachtet und davon eine Karte angefertigt hat. Doch kaum hatte er die Feder abgesetzt und die Karte vollendet, soll er auch schon verstorben sein. Fürwahr unheimlich. Wie auch immer, mit dieser Karte könnte es einem vielleicht gelingen, in das Innere des Geisterschiffes zu gelangen und den dort schlummernden Schatz zu bergen. Ein Geisterschiff. Geil. Okay, wollen wir irgendwann haben. Ja. Hier drüben sind zwei Schatztruhen. Allerdings müssen wir irgendwie das ganze Gebäude hier anders betreten. Ein Lichtbild. Eine eigentümliche Steinstatue, nicht wahr? Die Insel, auf der ich sie fotografiert habe, wird Triangelinsel genannt. Sie befindet sich genau südlich von hier. Triangelinseln gibt es drei auf der Welt. Eine im Norden, eine im Süden und eine im Osten. Und ja, eine solche Steinstatue findest du auf jeder von ihnen. Diese Inseln werden später noch wichtig, also merken. Ein Lichtbild. Auch das kommt uns bekannt vor. Die verwunschene Bastion. Sie liegt nordwestlich von hier. Jedoch hängen in letzter Zeit immer diese schwarzen Wolken über ihr. Wirklich unheimlich, kann ich dir sagen. Wenn du an deinem Leben hängst, Freund, dann tust du gut daran, dich möglichst von diesem Ort fernzuhalten. Ich spüre Böses dort. Böses, das nicht von dieser Welt ist. Höre auf meine Worte! Wir haben dieses Böse schon gesehen. Aber ist gut. Danke für die Warnung. Ja. Gut. Aufheben?
was aufheben. Achso, ich kann einen Hocker aufheben. Oh, cool. Dup, 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 dup. Boink. Oh. Entschuldigung. Würdest du mir bitte aus dem Weg gehen? Klar. Dup, dup, dup. Der sieht voll unheimlich aus mit seinen Augen. Und in dieser schwarzen, also in dieser dunklen Atmosphäre. Finde ich persönlich, aber vielleicht liegt es auch nicht mehr.